Ich habe mir gedacht, wir machen mal was ganz Einfaches. Ne? Auf dem Grill, passend zur Adventszeit, bisschen fruchtig, bisschen herzhaft. Wie hast du es uns vorgestellt, dass dadurch, das dass es Adventshuhn. Ja. Weil es ja keine Gänse und Enten dieses Gänse, Jahr gibt. Gänse, Enten ist alles schwierig. Und man könnte ja auch als Alternative zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, wenn die Family kommt, mal ein Weihnachtshuhn machen. Wobei, wenn die Family kommt, braucht man eventuell 2 oder 3 Hühner. Ja, du kannst auch 10 machen, wenn der Grill groß genug ist. Das ist korrekt. Also, aber das war die Grundidee von Carsten tatsächlich, dass er gesagt hat, ich zeige euch mal, was wir machen können, wenn er keine Gans oder keine Ente bekommt. Ja, und so ein Hühnchen, ich mache das immer im Sommer, dann mit Zitronen, so unter der Haut gefüllt. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht so ein bisschen weihnachtlich und machen einfach Orangen unter die Haut, füllen das mit ein bisschen Apfel und Gewürzen, Zwiebel, so wie man vielleicht eine Gans füllen würde. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie das am Ende werden wird. Ja, ich auch. Ich röste einfach mal so ein bisschen Gemüse an, damit man mal so einen Grundstock hat. Ich rühre einfach ein bisschen um, dann habe ich hier nämlich nicht nur den Blödmannsgehilfen. Wie viel Butter brauchst du? Ja, so ein walnussgroßes Stück vielleicht. Okay, ich habe es jetzt nur in einer rechteckigen Form. Das ist eine rechteckige Walnuss. Weißt du eigentlich, dass Nüsse sind ja die Kinder die Babys der Bäume. Der Baum will eigentlich nicht, dass die Nuss gefressen wird, deswegen die harte Schale. Der Baum will, dass die Nuss runterfällt und dort keimt, verrottet und dann der Kern keimt. Ja, da hat der Baum aber die Rechnung ohne das Eichhörnchen gemacht. Wie viel hast du denn jetzt geschnitten? Also einen Apfel oder 2 Äpfel? Ein bisschen. Ich habe ein bisschen geschnitten. Wie viele genau? Weißt du es noch, wie viele Äpfel du geschnitten hast? Ein Apfel und eine Zwiebel. Bevor ich die Füllung jetzt fertig mache, kümmere ich mich schon mal ein bisschen um das Huhn. Da ist nichts drin, wie Sie sehen. Ja. Sehen Sie nichts. Noch nicht. Würze ein bisschen die Füllung. Ja. Ein klein wenig. Und dann überrede ich Corbinian, dass er diese Füllung in das Huhn steckt. Okay. Ich habe jetzt hier eine Zwiebel, einen Apfel, ein bisschen Zimt, ein bisschen Curry, Salz und Pfeffer. That's it. Das hat man ja so zu Hause eigentlich, ne? Achtung, Achtung. Ich fülle noch mal so ein bisschen den Soßenansatz auf hier mit Hähnchenbrühe aus dem Wasserhähnchen. Ja, ist ja auch ein Tier. Ist ja auch ein Geflügel, der Wasserhahn. Auf Englisch. Verwandt, the water chicken. Yeah, yes. Correct. Ist right. Verwandt übrigens mit dem Zapfhahn. Are you looking for the raw? Das hattest du uns, glaube ich, sogar schon mal gezeigt in einem anderen Video. Das haben wir schon mal gemacht, ne? Ich glaube nicht mit irgendwie Orangen darunter, aber auch, dass man... Nee, jetzt lass mich doch mal ausreden, lieber Carsten. Zitrone. Auch. Nee, aber dass man auch den Rub unter die Haut aufbringen kann. Ja, kann man. Weil dann der Geschmack nicht nur durch die Haut teilweise ja sogar blockiert wird. Du hast ja aufgepasst. Ich stehe den ganzen Tag hier im Büro, gucke, wo ist Carsten, was kann ich von ihm lernen? Ich sauge alles auf wie ein Schwamm. Ja, das... Ja. Ja. Und ich möchte gerne, dass es so schön aussieht, wie auf Schloss, was weiß ich, wie es reingetragen wird. Hähnchen-Bondage. Ja, genau. Wie auf dem Hähnchen-College. So. Ich rühre in der Zwischenzeit. Einmal rum. Einmal rum. Den Bürzel damit rein. Erzähl den schneiden wir nicht ab in dem Fall? Nö, ich mach den nicht ab. Okay. Aber bei Ente, Gans und sowas machst du den in der Regel ab, oder? Ja, also ich mag das nicht so, wenn der Baum kann ja auch einfach da oben reinchecken. Ich zieh dir auch noch das letzte aus der Nase. Was ist der Bürzel? Ist das nicht so eine Fettdrüse, wo Fett rauskommt, damit machen die ihr Gefieder wasserdicht, glaube ich. Ne? Sag mal, du bist hier der Fleischermeister. Was habe ich mit dem Geflügel zu tun? Ich denke, du musst alles kennen. Von der Nase bis zum Ringelschwanz. Wenn du hier an dem guten Ringelschwanz findest, dann... Er beschreibt, und da muss ich ihm recht geben, das Hähnchen hat jetzt natürlich die Orangenhaut schlechthin, ne? Das ist einfach da gibt's bestimmt von. Das wird, glaube ich, auch sehr lecker. Passt das hier überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Das sehen wir gleich. Guck mal, jetzt tropft nämlich das Fett und alles, die Säfte, in die Soße rein. Und jetzt erstmal Klappe zu. Ich guck mal, ob das passt. Das Gute ist, dass wir genau wissen, welche Temperatur am Hähnchen anliegt, weil das Thermometer ist genau auf Hähnchenhöhe. Ja, perfekt. Das ist optimal. Genau so war es natürlich geplant meinerseits. Carsten wollte da ja irgendwas mit dem Backofen machen. 200 oder so. Alter, da krieg ich ja Gänsehaut hier, wenn du das machst. Das Messer durchgestochen und dann in der Pfanne kratzen. Sag mal, was hast du jetzt hier rangemacht, Carsten? Jetzt mache ich noch ein bisschen grobes Salz drauf. Und ich finde, das ist eine super schnelle Beilage zu gegrilltem aller Art. Mag das gerne. Kommt das dann noch in den Das kommt noch in den Ofen, wenn du da noch Platz hast. Jojo, du. Platz ist ein kleines Küche, ne? Bitte. Geil. Boah, das riecht gut, ey. Ich find's auch übrigens gut, dass wir hier Wasser verdampfen lassen einfach.
Hast du Zucker da? Ich habe alles, was du willst. Und Weißwein? Habe ich auch. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Ich will das nur ein bisschen verrühren. Ach, muss man da drüber schlagen? Was? Über dem heißen Wasser sozusagen? Ja. Ach, das ist jetzt... Ach, krass, okay. Nicht zu heiß werden. Das Wasser ist jetzt so kurz vorm Siedepunkt hier. Ja. Und das wie Eiweiß. Stimmung doch. Das Eiweiß ist und gerinnt ja bei zu starker Hitze. Okay. Und dann, ja, ich versuche immer so kurz unter diesem Punkt zu bleiben. Das muss natürlich jetzt erstmal warm werden. Das soll ja binden und das muss ja eine Struktur bekommen, damit ich auch Luft runterschlagen kann. Aber es darf eben nicht zu schnell zu heiß werden. Ah, okay. Und deswegen macht man es auch mit ein bisschen Wasserdampf quasi dann, ja? Genau. Die schmecken übrigens gut, die Kartoffeln. Ja, ich weiß. Die mache ich jetzt auch wieder drauf. Ja, ich habe es auch schon mal probiert. Ich möchte ja, dass du jetzt einen Schuss Rum hier reinmachst. Aber nicht zu viel. Wo war der Gag nochmal her? Nackte Kanone. War im Zweifel immer da. Stopp! Ich habe aber gar nichts gemacht. Ein bisschen mehr noch. Sei nicht immer so sparsam. Danke. So, geht's los? Ja. Und wenn ich einen richtig coolen Oberhitzegrill habe, es gibt da ja verschiedenste Fabrikate, dann würde ich das da einfach jetzt nochmal runterschieben kurz. Aber da wir unseren Grill ja jetzt für das Hähnchen eingeregelt haben. Was auch gleich fertig ist in dem Sinne. Ist das ein bisschen schwierig. Fertig ist das Schlumpi-Dessert. Ich glaube, das wird so geil. Bitte lasst mir was möchtest du das noch auf, kommt das noch auf den Grill? Oder ist das jetzt... Nein, ist fertig. Das ist ready. Mhm. Oh, geil. Alter. Boah. Da sind ja Kraft für genug. Mm. Alter. So. So, ihr könnt jetzt abschalten. Boah, das ist es aber. Besser wird's nicht. Oh, hammermäßig. Jetzt eine Kugel Vanilleeis noch in die Mitte. Schon. Alter, das ist geil. Warum kannte ich das noch nicht? Das ist ja unfassbar lecker. Und beim Flambieren, beziehungsweise beim Oberhitzegrill, was wäre dann noch passiert? Dann wäre oben jetzt noch braun. Ah, okay. Einfach nur so ein bisschen karamellisiert. Auch knusprig geworden so ein bisschen? So, oder? Ja, das darfst du ja nicht zu lange machen, ne? sonst fängt das Ei wieder an zu stocken. Das ist ein super heißer Oberhitze. So ein ey, Carsten, das ist ja Wahnsinn. Boah, geil. Alter, das sieht so Hammer. Lecker aus. Ey, wer bekommt jetzt Hunger? Also ich kann sagen, brauchen ich wir noch Teller, Fall. Carsten? Brauchen wir Teller? Ja, wir brauchen Teller. Okay. Diese unglaublich scharfen Messer, die sind ein Wahnsinn. Also solche hätte ich auch gerne. Kannst bei uns kaufen. Hast diese Woche sogar 10% Rabatt. Ach geil, da sind schon die Dings. Die Dings? Mann, die Orangen. Abschneiden. Ich mache jetzt erstmal einen Teller mein für Teller Alex. Fest, genau. Den Pinsel habe ich schon. Ich sollte abräumen, Alexander. Sag ich schon. Normalerweise ranze ich immer Alexander. Man kann jetzt hier ein bisschen Gemüse noch dazu machen. Wir hatten eine Rosenkohl gesprochen. Aus. Spitzkohl, whatever. So, und noch einen Teller für den lieben. Tschüss, Oma und Opa. Man könnte das natürlich, um jetzt noch ein bisschen opulenter zu gestalten, hier die Orangenschale ein bisschen raussuchen und dann nochmal den Mixer reinhalten. Dann hätte man natürlich noch. Nehmen wir auch ein bisschen Gemüse. Oh, schon was, das ist ja ärgerlich. Alter, das ist geil. Ja, guten Appetit, Carsten. Herzlichen Dank fürs Kochen. Oder ich brauche ein bisschen Salz. Alter. Oh, ich bin so gespannt. Mm. Okay, also in dem Fall tut es mir wirklich leid, dass viele Leute das nicht probieren können jetzt. Weil das ist wirklich super, super lecker. Das ist mal was ganz anderes beim Hähnchen. Nicht wahr? Und so eine Begeisterungsstürme hat man von mir selten. Das stimmt tatsächlich. Ich bin gerade, deswegen bin ich auch gerade innerlich durchgedreht und dachte, ich muss sofort nach vorne und probieren. Mmh. Oh. Auch die Haut. Krass. Die Haut mit der Soße ist ja geil. Die Haut mit der Pflaumensoße ist geil, ne? So mag ich auch Barbecue-Soße. Wie sind die Kümmelkartoffeln, wurde ich gefragt? Oder wurden wir gefragt? Hammer. Auch sehr gut. Mir fehlt ein bisschen Salz. Hattest du da Salz dran? Nee, ne? Ja, ein bisschen. Aber. Aber. Sehr, sehr, sehr leckeres Kümmelaroma. Es war mir ein innerer Vorbeimarsch. Ich wünsche allen eine gesegnete Adventszeit, eine sinnliche Stimmung am Grill, im Wohnzimmer. Liebe, Freude, Zärtlichkeit aller Orten. Ich bedanke mich sehr herzlich und sage auf Wiedersehen.